vorgestellt. Pine von Congregate. August hat mir den Key zur Verfügung gestellt. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Ja, ist ein ganz cooles Action-Adventure. Und ja, ich habe noch nicht reingeguckt, habe mir nur mal ein Video auf YouTube angeschaut, damit ich ungefähr weiß, worum es geht. Aber hier ist alles noch relativ neu. Wir haben hier ein paar Einstellungen, Lautstärke. Ja, wir können ja auch mal kurz reingehen im Gameplay. Kann man hier so ein paar Sachen einstellen. Deutsche Sprache gibt es auch. Englisch, Französisch, Italienisch habe ich hier gesehen. Motion Blur, V-Sync, Fenstermodus, Auflösung, Qualität. Audio habe ich, wie gesagt, ein bisschen runtergestellt. Die Lautstärke, die jetzt komischerweise gar nicht mehr geht. Keine Ahnung warum, ich höre nichts. Steuern kann man leider nichts einstellen, außer Empfindlichkeit Neubelegung. Obwohl, dann kann man es öffnen, dann kann man es ja doch neu belegen, alles klar. Hier sind dann noch diverse, ja, Möglichkeiten. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Keyboard, Maus, Mausbutton 3, Toggle Lock-On, Controller. Ja, Swap Active Weapon, Interact ist E, Left Shift Dodge Sprint. Jump ist Space, Open Item Pin Menü. WASD oder was? Scroll aktiv und wo ist WASD? Das ist jetzt hier die Frage. Sehe ich gar nichts. Restore Defaults, dann. Keine Ahnung, wir werden sehen, was da passiert und wir machen einfach mal ein neues Spiel. Loading. Musik ist leider immer noch nicht da. Das ist hier das Mannequin, wo wir mitspielen. Hu oder Hü oder keine Ahnung, wie man ihn nennen würde. Es lädt auf jeden Fall gerade. Ein Ammann-Steinschleuder kann herkömmliche Kiesel verschießen, weshalb dein Munitionsvorrat unendliches Kiesel fügen allerdings keinen Schaden zu. Okay, das ist halt so Ablenkungsmanöver. Wenn du die Beziehungsstaffeln von Dörfern ansiehst, kannst du sehen, welche Beziehungen die Spezies zueinander haben. Beziehungstafeln, nicht Staffeln. Ein Großzapfen mag zwar nicht so interessant aussehen, ist aber eine robuste, saftige und effiziente Vermehrungsmethode der Kiefern und Albama. Kiefern auf Albama, so heißt der Kontinent, oder? Schmutzler sind absolut in Spice-Doll-Fanat. Okay, irgendwie kommt es mir vor, als ob es ruckelt. Trailbound ist der Publisher, glaube ich. Überspringen? Ne, wollen wir nicht, wir wollen uns das angucken. Congregate Publishing. Man könnte es überspringen, aber es ist so schön. Das Wasser. Oh, ein Piepvogel. Oh, er fliegt weg. Ein Baumhaus, noch cooler. Sieht cooler aus, oder? Wir sind da schön am Arbeiten. Na, ab und zu ruckelt's. Aber mit der Aufnahme gleichzeitig ist es dann doch schwierig, oder? Okay, da ist er wohl. Was macht er denn da? Eine Falle bauen? Glaub schon, wa? Gucken wir uns die Story an. Die Zeremonie. Neue Quest. Und ich kann mit der Maus so drehen. Und kann mit WASD laufen. Alles klar. Und zum Springen soll ich Left Shift halten. Zum Sprinten, nicht zum Springen. Okay, haben wir gerade gemacht. Ist wieder mal so Left Shift gedrückt. Ja, mache ich doch. Was soll ich tun? Da runterlaufen? Oh, die Empfindlichkeit der Maus ist doch sehr, sehr stark. Oma, wo bist du? Ich glaube, wir sprinten mal nicht, ne? Sprich mit Maler. Okay. Wo ist Maler? Maler ist da. Ja. Mit Eva interagieren, ne, oder? Ja. Da bist du ja. Ah, you. You heißt es. Und jetzt? Wir sind mit den Vorbereitungen fast fertig. Ilma und Adwin haben um weitere Ressourcen für das Baumhaus gebeten. Ich würde ja deinen Bruder fragen, aber ich kann ihn nirgendwo finden. Was, noch mehr Ressourcen? Ja, ja, ich weiß nicht was genau, aber bitte geh einfach zu ihnen. Geh schon. Interagieren. Habe ich doch schon gemacht, ne? Ja, ich glaube, wir gucken mal, ob wir nochmal in die Einstellungen kommen. Fortwegen Heimat. Optionen da. Hauptmenü Einstellungen. Steuerung.
Empfindlichkeit, Neubelegung, Sensitivität. Von der Maus gehen wir mal noch ein ganzes Stück runter. Dann. Und nochmal dann. Und daraus. Und daraus und zurück. Okay, es ist besser, aber ja, immer noch so, ne? Gehen wir nochmal in die Option. Achso, hier unten waren sie, ne? Einstellung, Steuerung, öffnen, Sensitivität. So, dann. Schließen, zurück. Ich glaube, es ist sowieso gemacht mit dem Wischen oder so. So, jetzt soll ich zu den anderen gehen. Ja, es ist aber 1000-mal besser wie eben. Springt er da runter? Ich glaube schon, ne? Mit wem soll ich reden? Egal. Kommt man da auch hoch? Ah, da ist interagieren, okay. Okay, genau zur rechten Zeit. Wir wollten das Baumhaus schon fertig nennen, aber die Felsen, auf denen er steht, sind einfach so brüchig. Wir wollen uns mit Gary beraten, aber er hört uns einfach nicht zu. Könntest du uns noch mehr Starrseil und Stofftuch für zusätzliche Befestigung beschaffen? Gary sollte dir mit Marholz und Starrseil helfen können. Luia hat, glaube ich, in der Nähe des Waschplatzes etwas Stofftuch gefaltet. Schon dabei. Ja gut, dann laufen wir mal in diese zwei Destinations. Einmal hier lang. Und einmal da lang. Okay, da kriegen wir jetzt das Starrseil oder was? Hey, ich habe ziemlich zu tun, wie kann ich dir helfen? Helm und Edwin brauchen noch mehr Starrseil zur Befestigung des Hauses. Was noch mehr? Starrseil wächst ja nicht auf den Bäumen. Naja, die weiß schon, was ich meine. Sie haben gesagt, dass dem Baumhaus noch nicht stabil genug sei. Unsinn, unsere Häuser sind so stark wie eh und je. Na schön, wenn sie darauf bestehen. Ich habe schon zu viel mit der Vorbereitung der Zeremonie zu tun, aber du kannst aus dem Marholz selbst etwas Starrseil herstellen, indem du mit der Kiste verwendest. Okay, sag ihnen, dass das auf jeden Fall ausreichen sollte. Ich kann die heutigen Feierlichkeiten gar nicht erwarten. Du hast eine Idee erhalten. Ideen sind Pläne von Gegenständen, die du selbst herstellen kannst. Rufe dein Menü mit Escape auf und gehe zum Herstellungsreiter, um Ideen herzustellen, sobald du über die erforderlichen Ressourcen verfügst. Ja, ich muss ja jetzt wahrscheinlich erstmal an die Kiste, ne? Also, ich muss länger gedrückt halten, damit er es aufnimmt. Neues Material, ist das jetzt Escape? Stand da? Marholz. Da? Gegenstand fallen lassen? Nö. Abbrechen. Tja, und wie kann ich es fertigen? Fortbewegen, Marholz. Beutel, Ziele. Ausrüstung. Glossar, fertigen, da ist es doch. Marholz. Herstellen. Kann ich das da hinziehen? Herstellen eh. Achso, okay. Und dann muss ich es die ganze Zeit halten. Alles klar. Kann ich nochmal? Ne, kann ich nicht. Oder? Ne. Jetzt ist es ja auch schon das Starrseil. Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen hier unten zurück. Und dann gehen wir das Tuch noch holen. Dass wir hier irgendwo finden. Okay. Hier wird gewaschen. Luia, hey. Hey Luia, hast du noch mehr Stofftuch für das Baumhaus? Uff, ich fürchte, ich habe zu viel mit der heutigen Wäsche zu tun. Hat dir schon einmal jemand beigebracht, wie man selbst Stofftuch herstellen kann? Vielleicht kannst du das dann für Edwin und Elmar machen. Stofftuch-Idee. Und wo kriege ich das jetzt her? Wo kriege ich die Rohstoffe her? Ah, da, okay. Schottenmoos haben wir schon genommen. Und das andere ist Morgenheu. Haben wir auch genommen. Und dann? Einfach fertigen, oder? Also, dann brauchen wir das. Und Morgenheu und Schottenmoos und dann E drücken zum Herstellen. Und jetzt haben wir was? Stofftuch-Idee.
Mehr haben wir nicht. Okay, zurück. Jetzt gehen wir wieder zu den beiden hin, oder? Ja, der Pfeil ist da hinten auch schon angeordnet, dass wir da wahrscheinlich hin müssen, ne? Oder? Ah, doch, geht auch hier lang, oder? Egal, wo man lang geht. Würde ich jetzt mal sagen. So, ach, Oma ist auch schon da. Danke dir. Hoffentlich reicht das dann auch. Deswegen wird Maholz auch halt knapp werden, okay. Vielleicht ist es dann jetzt an der Zeit, die Land unter uns zu erkunden. Wir werden nicht ins Außengebiet gehen, um mehr zu finden. Wir alle wissen, dass das völlig außer Frage steht. Okay. Alle gucken sie an. Wie auch immer, bei den heutigen Feierlichkeiten dreht sich alles um die Fertigstellung dieser wunderbaren neuen Baumhauses. Ich kann deinen Bruder hier irgendwo finden. Könntest du ihn dazu bringen, auch zur Feier zu kommen? Er hockt wahrscheinlich in seiner Ecke und malt diesen ganzen Unsinn zusammen. Dann gucken wir mal, wo wir ihn finden. Ja, sieht top aus. Ist flüssig am Laufen. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Und die Landschaft und so finde ich schon richtig gut. Und da ist sein Bruder. Hey, Hü. Gera hat mich den ganzen Tag am Baumstamm schleppen lassen, deshalb habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Ich habe da unten wohl noch einen von diesen weißen, schleimigen Kreaturen gesehen. Wenn man die Augen genug zusammenkneift... Nein, danke, ich passe. Ah, wegschauen solltest du niemals, denn es gibt so viele zu erkunden und zu sehen. Naja, nicht, wenn es nach Marla und Gary geht. Bäh, die haben nur über ihre Baumhäuser und Zeremonien im Kopf. Es muss doch noch mehr auf der Welt geben als das hier, oder? Ach ja, wegen dieser Zeremonie, das fängt schon bald an und ich sollte sich für sie holen. Naja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich habe doch diese merkwürdigen Konstruktionen gefunden, weißt du noch? Ich glaube, ich weiß, wie man sie aufbekommt. Ich weiß nicht, Amman. Dir ist klar, was Marla darüber sagt, so weit von zu Hause wegzugehen. Ach, jetzt komm schon, wir haben von der Zeremonie doch nicht nur ein bisschen Zeit. Treff uns am Erdenterplatz. Wenn du fertig bist, dann zeige ich es dir. Okay, dann müssen wir ihm jetzt folgen, sozusagen. Dann gehen wir da mal hin, ne? Weiß gar nicht, ob man hier runterfallen kann und dann ist das Spiel vorbei. Wer sind das? Marcel, guten Nachmittag. Ui. Ich schaue mir nur den Totensteine hier an. Na, dann schauen wir weiter. Wir gehen dann nochmal runter und hoffen, dass wir da ankommen, wo wir hinwollen. Okay, sieht gut aus. Dann sind wir schon am Ernteplatz. Ich wusste doch, dass dich das interessieren würde. Ja, ich mache das nur für dich. Ne, ich mache nur fürs Tutorial. Sollen wir schnell was essen, bevor wir uns ans Erkunden machen. Schnapp dir was von den Magier-Yams da drüben. Die werden dir deine Kräfte im Nu zurückbringen. Okay. Ups. Müssen wir wieder länger drücken. Auf dein Amt und deine Energie im Auge. Jede Aktion erschöpft deine Energie ein bisschen mehr. Essen ist dafür eine Effizienz unerlässlich. Machst du Durchhalten von Kuh? Hab da. Okay. Also E. Ich mache erstmal alles einsammeln, ne? Und dann Q. Anheften und verbrauchen. Achso, jetzt habe ich einen schon gegessen. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht war, aber ist jetzt auch egal. Gibt's noch mehr? Ne, gibt's nicht. Okay, dann lass uns mal sehen, was wir finden können. Steinalten Kopf gedreht hat, sind wir schon wieder zurück. Der Letzte muss zwei Schüsseln vom Malers Eintopf essen. So, jetzt ist der so schlecht. Okay. Wo ist er denn jetzt lang?
Warte mal. Wenn das hier noch ist, dann nehmen wir das auch mit. Wer weiß, wann wir wiederkommen. Ist die nächste Frage, wo geht's lang? Hier lang? Jo, sieht so aus. Und das war der Zaunpfahl wahrscheinlich, wo Sabbat ist. Hier ist es. Da ist das runde Ding, okay. Werfen hat aber nicht geklappt. Eine Steinschleuder. Du verfügst jederzeit über einen Nahkampf- und Fernkampfslot. Über X kannst du zwischen den beiden wechseln. Okay. Okay, mit rechts kann ich. Mit dem rechten Mausbutton kann ich dann. Ja, okay. Macht er natürlich jetzt gerade gar nicht, ne? Wie soll denn das gehen, bitteschön? Okay. Habe ich was verpasst? Hatte ich die nicht gekriegt? Er spricht nicht mit mir. Rechter Mausbutton X, kann ich da erstmal die Waffe wechseln. Jetzt habe ich sie auch gewechselt. So sieht's aus. Und dann muss ich da hinten hin. Okay. Respekt. Haben wir schon geschafft. Lass uns mal sehen, was wir finden. Aman, warte. Aman ist schon weg. Gut, dann gehen wir hinterher, was soll's. Okay, dann müssen wir ein neues Kapitel öffnen, oder? Wie sehe ich das? Jo, sehr interessant, ne? Jetzt sind wir in einer Höhle. Da ist der Ausgang wahrscheinlich. Was war da gerade passiert? Hier geht's nicht weiter. Wo ist der denn? Da ist auch Sabbat. Dann ist er wohl hier. Ich schau mal da. Das sieht wie ein echtes Abenteuerwerkzeug aus. Das ist noch eins, du solltest es dir schnappen. Okay. Haben wir. Altes Kiefernholzschwert, okay. Okay. Okay, dann rüsten wir das mal aus. Okay. Jo, läuft, ne? Sehr interessant. Hier ist noch so ein Ziel. Aber das kann ich jetzt nicht so benutzen. Oder wie sehe ich das? Also, ich müsste wahrscheinlich erstmal in die Richtung gucken, ne? Okay. Und hier? Okay, treffen wir jetzt Pflicht oder wie ist das? Okay. Wenn du es ein bisschen in deinen Kopf von den Schlag los wird, das ein viel stärkerer Schlag. Das habe ich schon die ganze Zeit gemerkt, läuft, ne? Okay. Und nu? Zwischen Angriffen können wir außerdem gegen das Ziel treffen. Und dann können uns diese schleimigen weißen Kreaturen gar nichts anhaben. Drücke F, um einen Tritt auszuführen, der Feind von den Füßen holt. Okay. Ach so, okay. Wie wäre es, wenn wir Spurz und Schläge kombinieren? Unendliche Möglichkeiten. Left Shift und dann Left Mouse Button, um einen Stichangriff zu machen, okay.
Okay. Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sehen wir gerade, ne? Habe ich das schon gemacht? Wahrscheinlich nicht, ne? Left-Mouse-Button. Wahrscheinlich habe ich diesen Move noch nicht hingekriegt. Drücke Left und dann Left-Mouse-Button. Left Chip kenne ich. Left Mouse Button kenne ich, um einen Stichangriff auszuführen. Ah, jetzt habe ich ihn. Also nichts halten und dann drücken, sondern gleichzeitig. Schau dir das mal an. Oh, jetzt ist er weg. Wo ist er? Interagieren. Hamann, bist du in Ordnung? Hoppla. Das war aufregend, aber jetzt muss ich hier raus. Kannst du irgendeinen Ausgang erkennen? Da ist eine Holztür. Daneben hängt eine Kur zur Notiz. Links, links, rechts. Irgendwelche Ideen? Ich schau mal, was ich finden kann. Okay. Fackel geht an. Hamann, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Hier auf dieser Seite bin ich auch eingeschlossen. Da bin ich auch eingeschlossen. Was hast du nochmal gesagt? Auf dieser Notiz steht eigentlich nur links, links, rechts. Okay. Ach so, das ist das, was er. Okay. Gut, dann schalten wir um. Und links. Komm nicht so hoch, blöderweise. Muss ein Stück zurück. Ich muss anders loslassen wohl. Links. Links. Und rechts. Hey. Es hat geklappt. Wollen wir mal gucken, ob ich die deine jetzt auch aufbekomme? Ist offen, ja. Hat gut geklappt. Ah, da ist er ja. Ja, da ist er ja. Puh, ich bin froh, dass wir da rausgekommen sind. Ich auch. Noch ein bisschen weitergehen? Nee, zurück zur Zeremonie natürlich. Aber wir sind doch nicht beide hier, oder? Nicht. Doch noch beide hier. Komm schon, lass uns etwas Nahrung essen, falls du noch was hast und dann können wir weitermachen. In Ordnung. Hey, dein Bruder, der zieht dich richtig ins Verderben. Brauche ich schon was zu essen? Sieht so aus, ne? Was war das? Kuh, ne? Okay, der blaue Balken ist voller geworden. Und wo ist er jetzt? Und da ist auch noch ein Hebel. Den wollen wir erstmal nicht ziehen, ne? Wir wollen erstmal gucken, wo es hier lang geht. Licht anmachen, ist immer gut. Okay. Höhlenmalereien. 3, 6, 7, 8, 9 Leute links, 2, 4 in der Mitte beim Feuer, rechts ist einer. Ich schau dir das mal an. Die Figuren sehen wie Menschen aus. Und die große da, wow. Das muss ein Abenteurer sein, der aus dem Außengebiet gekommen ist. Und irgendwann scheint er wieder gegangen zu sein.
Können Sie die Menschen von unserem Klippe sein? Unser Vorfahren? Das kann nicht stimmen. Wir sind doch noch nie im Außengebiet gewesen, oder? Naja, wer hätte diese Zeichnung sonst gemacht haben sollen? Nicht so aus, als hätten sie diese Höhle hinter sich verschlossen. Okay. Verstehst du nicht, was das bedeutet? Das heißt, dass es irgendwann Menschen im Außengebiet gegeben hat. Wir können eines Tages dorthin zurückkehren. In diesem Land muss es doch mehr geben als die schrecklichen Kreaturen, von denen man uns erzählt. Wir sollten Maler erzählen, was wir gefunden haben. Und ich glaube, wir sollten besser schnell zurück gehen. Geh du schon mal vor. Ich will das hier noch ein bisschen länger anstarren. Ich stieß gleich zu dir auf. Ich interagiere nochmal. Ich bin total umgehauen. Geh schon ohne mich los, ich komme dann gleich nach. Ja, super, das ist also schon geklärt. Das heißt, er kommt nicht nach. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Da sind wir hier hoch. Und wir drücken nicht das Zahnrad. Obwohl wir es ja bestimmt gerne gemacht hätten. Und kommen wir raus, ja. Der kommt auch nie wieder, ne? Der haut jetzt ab. Wetten? So, jetzt ist bestimmt schon die Zeremonie im Gang oder sowas. Ne, da ist Oma. Du bist echt unfair, um den Hü mitzunehmen. Oder weißt du, was da drin hätte passieren können? Ihr wisst doch, dass ihr das Dorfgebiet niemals verlassen sollt. Was ihr für einen Unsinn entdeckt habt. Ihr wisst ganz genau, dass ihr da nicht rein durftet und dass wir im Dorf bleiben sollten, so wie wir es immer getan haben. Aber das ist... Und jetzt zurück zum Dorf mit euch. Ihr kommt jetzt schon zu spät zur Zeremonie. Alle warten auf euch beiden. Pah, du hattest recht, kleiner Bruder. Das waren sie aber gar nicht glücklich drüber. Trotzdem, wir müssen ihr wirklich erzählen, was wir gesehen haben. Sei denn, sie weiß das vielleicht schon. Sie ist ja schon viel länger hier als wir. Gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden, aber zuerst sollten wir schnell zur Zeremonie gehen. Gut, jetzt ist das Spiel in Pause. Okay, ich bin aus Versehen aus dem Bild gekommen, dann stoppt das. Gibt nur eine Möglichkeit. Ja, okay. Gut, dann kommt jetzt die Zeremonie. Da gehen wir mal hin und gucken uns die noch an. Schließ dich der Zeremonie an. Okay, da wäre ich bald runtergefallen. Das wäre nicht so gut gewesen. Gehen wir hier rechts. Aber es sieht richtig schick aus hier. So herbstlich jetzt. Finde ich gar nicht so schlecht. Schon schick gemacht, oder? Und da kommt die Zeremonie. In Ordnung. Da wir jetzt endlich alle hier sind, kann die Zeremonie offiziell beginnen. Ist das Opa und das Oma? Danke dir, Maler. So, habe ich doch gerne gemacht. Wenn mit dem Ausbau des Dorfes fortfahren, unser nächstes Haus wird direkt neben diesem hier stehen und es wird noch größer und noch schöner werden. Das Saufen, das interessiert mich. Das ist eure Hütte. Bravo. Zeit für Eintopf. Mag doch keiner, oder? Auf jeden Fall nicht Hui, sein Bruder. Er muss jetzt zwei essen, oder wie war das? Wir hätten das jetzt gesagt, Aman, okay? Er verdrückt schon ganz schön viel davon. Nächstes Baumhaus. Mal was Neues.
Okay, da ändert sich was. Die Piepvögel fliegen weg. Das ist nicht gut. Und das... Ah, da bricht gerade was ab. Hm. Schnell da weg. Okay. Oh, wen hat's erwischt? Hü, oder? Und der kriegt jetzt einen ab. Das war jetzt nie so dolle, ne? Er ist runtergefallen und bei einem Ameisenbär kann er sein. Ein Küsschen. Ist das ein Ameisenbär? Elefant könnte es auch sein. Oder Mammut. Mammut ist es. Oh. Hammer, oder? Nee, das ist noch was anderes wie ein Mammut, oder? Und das ist ein Bär, oder? Nee, keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Bist von oben gekommen, oder? Sieht so aus, ne? Ich habe schon immer vermutet, dass da oben auf dieser Klippe was im Gange ist. Hätte mir nie vorzustellen gewagt, dass es Menschen sein könnten. Gefährlicher Ort, diese Klippe. Hier nennen wir sie instabile Klippen, und zwar nicht ohne Grund. Ich kann mir einen Schock vorstellen, Kumpel, aber du träumst nicht. Wir können beide in der Falle stecken. Komm mit. Okay, dann sollen wir mitgehen. Jetzt die Frage, ne? Die Zeremonie, ein Riecher für Abenteuer, neue Quest. Riecher für Abenteuer, Feuer der Kreatur. Ja, das ist jetzt mal so ein Punkt, wo ich sage, jetzt können wir mal hier einen Cut machen. Und da oben ist das Zuhause. Und ja, wir kommen jetzt wahrscheinlich nicht wieder hin, ohne dem zu folgen. Aber ich würde sagen, hier können wir erstmal einen Cut machen. Ich denke, wir machen bestimmt noch eine Folge mehr, gucken uns das noch weiter an. Finde ich richtig cool gemacht, so wie man das hier so sieht. Sieht ja ganz schick aus. Ne? Comic-Stil ist das jetzt nicht so, aber schon schick gemacht. Die Bäume sehen ganz nett aus. Da oben, ja, finde ich ganz cool. Ja, dann würde ich erstmal sagen, soll es bis hierhin reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Und ja, wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, damit ihr das nächste Video, was ich hochleite, auch mitkriegt. Und Kommentare sind zu kommentieren da. Schreibt mal was rein, wie es euch gefallen hat, und sagt mal auch andere Dinge noch, die ihr gerne sagen möchtet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.